Wie baue ich ein Heizsystem zusammen? Wie baue ich die einzelnen Komponenten zusammen, dass ich meine Heizung auch verwenden kann? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Vor kurzem haben wir ein Video gemacht, welche Komponenten ihr braucht, um eine Heizung betreiben zu können, also Heizung an sich, Anzugdurchführung und dann die Stromquelle, den Akku dazu. Darüber hatten wir bereits gesprochen und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man das hier alles so zusammenbauen kann, damit es funktioniert, damit ihr damit gut tauchen gehen könnt. Als erstes nimmt man natürlich die Heizweste, ist die Heizweste anzuschließen. Die soll natürlich gut passen, die soll möglichst körpernah sitzen, am Körper anliegen. Die muss jetzt nicht eng sein, aber sie sollte jetzt auch nicht ewig weit sein und schlackern. Also die soll einfach gut passen. Dann habt ihr natürlich die beste Heizleistung und die Heizweste wird unter dem Unterzieher getragen, also Skiunterwäsche, Heizung, Unterzieher drüber, dann wird das auch schön warm. Die meisten Unterzieher haben deswegen auch eine Durchführung hier für das Heizkabel. Hat er das nicht, lasst ihr einfach unten den Eisverschluss ein bisschen offen und könnt dann auch wieder das Kabel durchführen. Als nächstes brauchen wir dann unsere Durchführung, die wir ja besprochen hatten. An die Durchführung wird dann hier die Heizweste angeschlossen. Und damit haben wir das Kabel der Heizung dann auch nach außen, also durch den Anzug durchgeführt. Und dann sind wir hier auf der Außenseite und hier auf der Außenseite nehmen wir dann diesen Blindstopfen ab. Natürlich genauso auch beim Akku. Und dann stecken wir das Ganze hier wieder zusammen und schließen das Ganze. Und wenn man jetzt hier den Akku aktiviert, dann beginnt auch die Heizung zu heizen. Und damit haben wir das Ganze eigentlich schon montiert. Wenn man jetzt Handschuhe verwenden möchte, dann geht das Ganze sehr ähnlich. Dann ist es nämlich so aufgebaut, dass die Handschuhe brauchen natürlich Kabel. Wir müssen ja jetzt von der Brust, wo das Einlassventil sitzt, Richtung Hände kommen. Und dazu gibt es bei Santi hier diesen Kabelsatz. Und dieser Kabelsatz, der wird dann hier unter dem Unterzieher getragen. Also ihr nehmt im Prinzip das hier beide Seiten die Kabel in die Hände, schlüpft durch den Unterzieher durch und dann haben wir auf der Außenseite diese Kabel hängen. Wir ziehen einfach dann die Handschuhe an und dann müssen wir halt noch natürlich hier diesen Stecker an den Handschuhen verbinden, hier reinstecken und schon ist dann auch der Handschuh angeschlossen und verkabelt. Und nachdem dieses kleine Kabel natürlich auch noch mal auf der zweiten Seite ist, also auch hier, wie gesagt, am besten nehmt ihr das in die Finger, schlüpft in euren Unterzieher und dann habt ihr das Kabel an der richtigen Stelle. Schaut jetzt vielleicht ein bisschen viel und ein bisschen viel Kabel aus. Natürlich ist es nicht so angenehm und so einfach anzuziehen, wie wenn ihr eben keine Heizung habt, aber irgendwo muss der Strom halt verkabelt werden und das ist dann schon recht praktisch. Das funktioniert, das ist jetzt, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das jetzt nicht irgendwie ein großer Aufwand. Auf der anderen Seite, also wenn wir jetzt hier diese Handschuhe auf beiden Seiten verkabelt haben, dann haben wir auf der anderen Seite hier diese Verteilung, wo aus einem Kabel eben diese zwei Kabel für die beiden Handschuhe werden. Und jetzt sind wir im Prinzip genauso weit, wie wir das waren, als wir hier die Santi, die Heizweste dazu hatten. Also jetzt haben wir auch wieder nur einen Stecker und diesen einen Stecker, den schließen wir natürlich jetzt hier wieder mit der Durchführung zusammen und damit haben wir wieder einen Kreislauf, also hier die beiden Handschuhe mit einem Kabel verbunden. Dieses verbundene Kabel oder diese beiden Kabel gehen dann hier in dieses Y-Stück und dann geht es hier weiter nach unten. Wir sind dann am Stecker der Durchführung. Dann laufen wir hier bei der Durchführung wieder aus dem Anzug raus und verbinden das Ganze hier wieder mit der Batterie. Das ist dann eigentlich auch schon alles und auch die Heizhandschuhe sind installiert. Und jetzt seht ihr hier noch ein kleines Bauteil, das wird mit den Handschuhen bei Santi mitgeliefert und das ist der sogenannte Y-Stecker. Der ermöglicht es euch jetzt auch mit einer Durchführung beide Systeme, also Heizhandschuhe und
Heizweste zu betreiben. Wie wird das Ganze gemacht? Hier stecken wir dann auch wieder das Ganze ab und stecken als erstes hier diesen Y-Stecker an. Also ihr seht hier, jetzt sind wir eben, wir haben zwei Steckmöglichkeiten, gehen jetzt wieder durch das Thermovalve nach außen und sind wieder mit der Stromquelle, wieder mit dem Akku verbunden. Insofern haben wir jetzt einfach diesen einen Stecker, der standardmäßig aus dem Thermovalve herauskommt, den haben wir jetzt erweitert auf zwei, sodass wir damit im Prinzip machen können, was wir wollen. Und wie wir jetzt gerade schon gelernt haben, haben wir auf der einen Seite die Handschuhe einen Stecker verbaut, der dann funktioniert, damit die beiden Handschuhe laufen können. Den stecken wir hier an und an den anderen Y-Stecker stecken wir dann die Heizweste an. Und jetzt haben wir im Prinzip Heizhandschuhe und Heizweste verbunden und können das Ganze aber mit einem Thermovalve und einem Akku betreiben. Also das funktioniert problemlos. Es gibt von Santi auch eine Durchführung, die zwei Heizdurchführungen hat. Da könnte man dann zwei Akkus oder mit zwei Akkus das eine das andere System betreiben. Das ist aber hier nicht notwendig, also diese Durchführung braucht es für diese Anwendung nicht. Ihr könnt ganz bequem mit nur einem ganz klassischen Thermovalve oder auch mit einer klassischen Durchführung erreichen, dass ihr hier auf der anderen Seite Heizweste und Handschuhe tauchen könnt. Das Ganze produziert schon oder das braucht schon relativ viel Strom. Darum sind die Kabel hier auch relativ dick, damit da auch nichts passieren kann, weil hier dann doch ganz schöne Ströme hier drüber laufen und diese Westen oder diese Heizungen betreiben. Das sieht so, wenn man das jetzt hier liegen hat, zugegeben schon etwas viel aus, was man hier alles so an zusätzlichen Sachen hat. Aber wir haben natürlich auch bei einem Trocki ziemlich viel Platz. Wir haben den ganzen Oberkörper in Höhe und Breite. Also da ist genügend Platz, um diese Sachen hier vernünftig zu verstauen, sodass sie auch nicht drücken oder euch groß im Weg umgehen. Da findet sich immer eine Lösung, wie man das am besten baut. Man könnte je nach Position der Heizungsdurchführung vielleicht auch wirklich dann nur das haben und das alles im Anzug, also im Unterzieher tragen, dann lässt sich das hier schön reinlegen, den Unterzieher drüber, dann ist das ein bisschen kompakter. Aber da findet ihr sicher eine Lösung, wie ihr das Ganze hier verstaut in eurem Unterzieher und dann habt ihr natürlich schon eine super Geschichte, wenn ihr Heizhandschuhe oder Heizweste und Heizhandschuhe kombiniert, dann kriegt ihr schon richtig Wärme da rein. Wie gesagt, die Handschuhe, die sind halt genau an der richtigen Stelle. Da wird warm gemacht und dann frieren die Finger nicht mehr. Natürlich, in der Theorie heißt es auch immer, wenn der Oberkörper warm ist, dann werden auch die Extremitäten warm. Das mag schon zu einem gewissen Maß so sein. Aber dass es richtig spürbar wird, braucht es einfach noch eine zusätzliche Heizung hier vorne an den Händen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen mitnehmen, wie man das Ganze hier zusammenbaut, wie man die einzelnen Komponenten verbindet. Gerne Fragen in den Kommentaren, Daumen hoch da lassen, das wäre uns immer wichtig. Und noch lieber ein Abo, damit wir unseren Kanal noch weiter nach vorne bringen. Wäre schön, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Bleibt noch ein bisschen auf unserem Kanal, schaut andere Videos und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.